Bevor das Video anfängt, hier nochmal eine kleine Anmerkung. Und zwar könnt ihr im Moment auf meinem Kanal 1,25 Millionen GTA-Dollar gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Einfach nur Abonnent sein, dieses Video liken und in die Kommentare schreiben mit Hashtag Win am Anfang, warum ihr diese 1,25 Millionen GTA-Dollar verdient habt. Viel Glück! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video soll es mal um eine geheime Yacht gehen, die ich im Coding entdeckt habe. Und diese Yacht ist wirklich, ja, es ist ziemlich interessant, was mit dieser Yacht jetzt passiert, beziehungsweise passiert ist. Bevor es aber losgeht, möchte ich mal ganz kurz Werbung für meinen Insta-Account machen. Da habe ich zum Beispiel diese Bilder, die ich jetzt aus dem Coding gleich zeigen werde, schon vor ein paar Stunden veröffentlicht. Daher solltet ihr dort auf jeden Fall mal vorbeischauen, denn dann bekommt ihr alle Infos wesentlich schneller. Außerdem bräuchte ich dann nochmal Ideen für Videos, denn im Moment ist in GTA jetzt nicht wirklich so viel los. Außerdem muss ich ein paar Videos vorproduzieren. Also schreibt mir doch mal Videoideen in die Kommentare, die man am besten vorproduzieren kann. Aber labern wir nicht ewig herum, sondern beginnen jetzt erstmal mit dem eigentlichen Video. Und zwar, wie nach jedem Update, wollte ich einfach mit OpenIV, das ist so ein Programm für den PC, mit dem man Gamefiles erkunden kann, das man auch braucht zum Modden und so weiter, und mit ein paar Freunden halt die Gamefiles von dem neuen Update nochmal durchsuchen und schauen, ob dort irgendwelche Dinge noch vorhanden sind, die eben neu sind und die vielleicht noch nicht jeder kennt. Also Sachen, die zum Beispiel nicht veröffentlicht wurden, wie Fahrzeuge. Das ist eigentlich immer ziemlich interessant, zwar ziemlich anstrengend und dauert auch ziemlich lange, aber an sich macht es wirklich Spaß und ist wirklich, ja, wie gesagt, interessant. Dann wurde aber das Modden im Story-Modus und OpenIV verboten und wir konnten leider nicht anfangen, halt die Files zu durchsuchen. Jetzt ist es aber wieder legal und es funktioniert wieder, also habe ich die Chance jetzt einfach mal wahrgenommen und die Gunrunning-Files mal genau durchgeschaut. Und was ich dort gefunden habe, ist wirklich sehr, sehr interessant. Jeder, der einen PC, OpenIV und GTA 5 hat, kann das gerne jetzt auch selber machen. Ich habe euch den Pfad zu diesen genauen Dateien mal in die Beschreibung geschrieben. Dort könnt ihr euch das Ganze dann nochmal selber anschauen. Aber was habe ich denn jetzt gefunden? Wie schon im Titel steht, eine Yacht. Ihr seht gerade selber ein Bild von dieser Yacht, beziehungsweise auch von innen noch ein paar. Nicht wundern, das sieht alles ein bisschen seltsam aus. So sieht es in den Gamefiles aus, wenn man sich einfach die Dateien mal einzeln anzeigen lässt. Also auf den einen Bild zum Beispiel nur die Lampen drauf, auf dem anderen ist dann nur das Grundgerüst. Also deswegen nicht wundern, auch die Farben. Das ist, so sieht es halt im Coding aus, aber man kann ja trotzdem erkennen, was das für eine Yacht ist an sich, so von der Form her und so weiter. Auf jeden Fall wurde diese Yacht bei dem Gunrunning DLC den Files hinzugefügt. Zunächst war ich natürlich sehr, sehr gehypt und habe mich mega gefreut, dass ich endlich mal was gefunden habe, wirklich, was ich noch nicht auf YouTube gesehen hatte und so weiter. Und dann habe ich mir die Bilder jetzt nochmal ganz genau angeschaut und man hat gemerkt, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass diese Yacht sehr ähnlich aussieht wie eine Yacht, die wir bereits im Spiel haben, und zwar die Orion-Yacht. Das ist auch die Yacht, die ihr gerade im Hintergrund im Gameplay sehen könnt. Jedoch unterscheidet sich die Yacht dann doch noch etwas von der Orion, und zwar ist die Orion etwas kleiner, würde ich sagen. Dann dachte ich mir, aber irgendwie kommt die Yacht mir doch bekannt vor. Da habe ich mir nochmal die Yacht aus dem Heist-DLC angeschaut. Erinnert ihr euch? Das ist die jetzt aus dem Hintergrund, also jetzt aus dem Gameplay. Und hier wurde es mir einfach klar. Die Yacht aus dem Heist-Update ist die, die auch im Coding ist. Das heißt, es ist auf gar keinen Fall eine neue Yacht, beziehungsweise wenn, dann ist sie nur leicht abgeändert. Aber bevor ihr jetzt wegschaltet oder disliked, durch diese Sache haben wir jetzt was ganz anderes geleakt, was wesentlich interessanter noch ist. Was macht bitte eine Yacht aus dem Heist-DLC in den Fights vom Gunrunning-DLC? Ich kann es euch sagen, wahrscheinlich werden wir diese Yacht in einer neuen Mission oder irgendwie im Content zusammen mit dem Gunrunning-DLC benutzen können. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wer es nicht weiß, wir haben noch 7 Fahrzeuge im Coding, welche wir noch nicht im Online-Modus fahren können. Und von diesen 7 Fahrzeugen sind 4 Militärfahrzeuge dabei, beziehungsweise 2, die wir dann bei Rostock Catch and Carry kaufen können. Einmal der Arendt und einmal der Nightshark. Dazu kommen dann noch der Insurgent Pickup Custom und natürlich der Technical Custom. All diese Fahrzeuge sind Militärfahrzeuge, auch ziemlich neue Militärfahrzeuge. Und keine dieser Fahrzeuge außer der Insurgent haben jetzt selber Missionen, mit denen wir sie billiger bekommen können. Wie ihr wisst, das Motorrad kann man billiger bekommen, indem man eine Mission macht. Den APC kann man billiger bekommen, indem man eine Mission macht und so weiter. Dazu gibt es also zu jedem Militärfahrzeug so eine Mission, die ihr machen könnt, damit ihr das billiger bekommt. Beim Insurgent Pickup ist es zum Beispiel die Mission beim Heist, also den Heist den entsprechenden. Da wir also noch 2 Fahrzeuge ins Spiel hineinbekommen, welche noch keine Mission haben, gut, der Nightshark könnte vielleicht noch bei der Anhängermission mitgehen, aber ich denke mal, dafür kriegen wir noch eine externe, eine eigene Mission. Jedenfalls fehlen uns somit noch 2 Missionen.
Was ist denn, wenn wir diese Yacht für eine Mission brauchen? Das würde nämlich Sinn ergeben. Eine Mission, eine neue Mission vom Gunrunning DLC braucht diese Yacht und deswegen wird die Yacht noch einmal in den Gamefiles vom Gunrunning DLC gespeichert. Eine ganz andere Vermutung wäre, dass die Yacht entweder in die Open Lobby kommt oder wir diese einfach ganz normal kaufen können. Wir wissen es nicht, aber irgendwas muss mit dieser Yacht ja noch passieren. Vor allem ist es sehr seltsam, dass diese komplett neu im Coding kopiert wurde. Also eine alte Yacht wird einfach nochmal kopiert und noch einmal im Coding hinterlegt. Warum wird nicht einfach ein Link erstellt zu einem anderen Standort in den Files? Nochmal zusammengefasst, die Yacht aus dem Heist-Update wurde noch einmal im Coding vom DLC, also vom Gunrunning DLC hinzugefügt. Was mit der jetzt genau ist, wissen wir nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eine neue Mission mit dieser Yacht bekommen sollten. Ich hoffe, ich habe das Ganze so ein bisschen verständlich erklärt und jeder konnte es verstehen. Wenn nicht, wenn ihr Fragen habt, einfach mir auf Facebook, Snapchat, Insta, in den Kommentaren einfach mal fragen. Dort können bestimmt euch andere Leute oder ich ganz einfach und gechillt helfen. Soll ich öfter solche kleinen Leak-Videos machen? Wenn ja, schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video hier gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr doll freuen, wenn ihr das Video mit all euren Freunden teilen würdet und natürlich ein Like dalassen würdet. Falls du neu sein solltest, darfst du natürlich auch gerne ein Abo dalassen, aber das wisst ihr ja alles, das brauche ich ja nicht immer zu erklären. Auf jeden Fall ist das Hashtag für heute dann nochmal Hashtag Yacht. Und weil wir viele neue Leute dazu bekommen haben, erkläre ich es gerade nochmal. Am Ende von jedem Video sage ich ein Hashtag und das könnt ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben, damit ich mal weiß, wer wirklich ganz bis zum Ende zugeschaut hat. An der Stelle bin ich jetzt auf jeden Fall raus. Habt noch einen hammergeilen Tag. Bis bald und Peace.